Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Vivarium, wir lieben den billigen Fusel, aber ganz im Ernst, man kann nicht Fusel versprechen und dann Fusel nicht liefern, wobei der klassische Inländer rum ist ungefähr das Ethanol-Äquivalent zu der Tatsache, dass Adam Sandler einen neuen Film gemacht hat. Und ja, man sollte vielleicht ein bisschen besser aufpassen in der Wahl seiner Filme bzw. seiner Anfangsgags, denn der Film, über den wir heute sprechen, heißt ja nicht Wie, Warum, wobei ich glaube, wenn man mehr davon konsumiert, dann macht man bald einmal das Gegenteil von Vivan. Nein, der Film heißt Vivarium. Da fragt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch, Vivarium, habe ich das jetzt überhaupt über mich ergehen lassen müssen? Ah ja, das ist die Frage, der wir uns heute stellen. Vivarium, das Haus ihrer Träume oder Albträume. Und das ist ein durchaus interessanter Film, den mir mein lieber Zuschauer Aston Martin jetzt für das September-Wunsch-Quickie im Jahr 2023 vorgeschlagen hat. Und man muss sagen, dass mein Intro, so absurd es auch war, bei weitem nicht so absurd ist wie der tatsächliche Film. Denn ich tue mir an der Stelle wirklich wahnsinnig schwer, etwas in diesem Review über den Film Vivarium zu sagen, ohne dabei gleich direkt irgendetwas zu spoilern. Kurz, vielleicht zusammengefasst, ist es mehr so die Stepford Wives auf noch mehr durchgeknallt. Denn wir haben es bei diesem Film mit einem zu tun, der teilweise sehr schlechte CGI-Effekte bietet, das aber absolut absichtlich, weil es das optische Ziel des Films ist, eben diese Vorstadtästhetik allerdings dermaßen generisch und einfach fake zu verkaufen, dass man teilweise wirklich das Gefühl hat, man ist beim Anschauen in einer Toy Story Welt. Und genau das soll in diesem Film auch wirklich dargestellt werden. Ganz kurz zusammengefasst, die beiden Hauptdarsteller Tom und Gemma, gespielt von Jesse Eisenberg und Imogen Poots, sind ein Paar, die gerne in ein Haus einziehen wollen, aber nachdem sie irgendein Haus dann besichtigt haben, wollen sie wieder wegfahren, kommen aber nicht mehr weg, weil sie mit ihrem Auto in dieser, ich nenne es jetzt einfach einmal, interdimensionale Zeitzwischenschleife gefangen sind. Sprich, sie kommen, ähnlich übrigens fällt mir gerade auf, wie auch in dem anderen Wunsch-Quickie-Review, zu diesem Waldfilm, einfach aus diesem Gebiet nicht mehr raus. Sie stecken dort fest, bleiben dann irgendwie in dem Haus und plötzlich liegt dann eine Kiste mit einem Baby vor der Tür. Gut, ich kenne die Geschichte tatsächlich von einigen Freunden, da war da tatsächlich eine Katze drin, also etwas, worüber man sich gefreut hat. Ja, ich weiß, der Witz war böse, aber wer den Film Vivarium bis zum Ende gesehen hat, der, glaube ich, will keine Kinder mehr. Wer glaubt, dass dieses Riesenbaby hier schon nervig schreiend vor einer Kamera sitzt, der hat noch nie das von Senan Jennings gespielte Kind im Vivarium gesehen. Holy freaking hell! Diesen Charakter kann man als Werbung für Kondome verwenden. Aber ganz kurz eben, sie schauen dann diesem Burschen eben quasi beim Aufwachsen zu und das ist eigentlich der ganze Film. Die beiden Hauptcharaktere, die mehr oder weniger in dieser seltsamen Welt gefangen sind und nicht wissen, wie sie von dort wieder wegkommen, teilweise Fluchtversuche unternehmen, teilweise sich irgendwie mit dieser Situation abfinden müssen. Und das war's. Eigentlich. Und das ist zu einem gewissen Grad gleichzeitig die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche des Films. Denn am Ende des Tages baut der Film Vivarium auf ein Finale und auf ein Ende auf, das doch für längere Zeit eher genau das ist, was man erwartet hätte von diesem Film. Nachdem diese einfache Handlung mit wenigen Charakteren und wenigen Schauplätzen über 90 Minuten lang dauert, hätte man sich am Ende dann vielleicht wünschen können, dass da irgendeine große Überraschung folgt, aber es bleibt eigentlich eher das Ganze auf dem mehr oder weniger Boden der erwartbaren Tatsachen, insbesondere wenn man am Anfang, ganz am Anfang des Films, etwas weiter nachgedacht hat. Auch hier werde ich die Szene nicht weiter deuten, weil
das dann natürlich die ganze Handlung des Films spoilern würde, aber mehr oder weniger zeigt der Film am Anfang von sich selbst in kurz das, was er dann nachher in lang noch einmal zeigt. Mehr oder weniger 1:1. Da gab es in der Produktion von Vivarium sogar Überlegungen, ob er diese Szenen nicht vielleicht sogar aus dem Film rausstreichen hätte sollen, aber das Interessante an solchen Foreshadowing-Elementen ist ja, dass während das noch über dem Bildschirm flattert, man als Zuschauer eigentlich gar nicht realisiert, inwiefern das jetzt dann bald die Handlung repräsentiert wird, die man ja erst zu Gesicht bekommen wird. Und deswegen ist es auch kein Spoiler, weil nachdem ihr die Handlung des Films noch nicht kennt, wisst ihr ja selbst, wenn ihr jetzt diese Szene seht, eigentlich noch gar nicht, wie sehr sich das dann auf die Handlung des Films präsentiert. Das ist eigentlich irgendwie ganz clever. Aber was ich persönlich bei dem Film Vivarium eben ganz besonders gemocht habe, das war das Zusammenspiel zwischen den beiden Hauptdarstellern. Da haben wir eben wirklich in der weiblichen Hauptrolle die großartige Imogen Poots, die zwar zuletzt mal hier mal da etwas geschunden wurde in ihrer Filmkarriere und beispielsweise 2019 als Riley in dem absolut furchtbaren zweiten Black Christmas Remake auftreten musste, aber sie hat auch in einigen anderen interessanten Filmen gespielt. So hat sie ganz am Anfang von ihrer Karriere schon als junge Valerie in V for Vendetta gespielt, 2 Jahre später dann als Tammy in 28 Wochen später. Sie war dann in Centurion zu sehen, sie war im Fright Night Remake als Amy, hat dann zum Beispiel in Drecksau gespielt, in Need for Speed als Julia Madden, in Green Room als Amber, in Popstars, Popstar Never Stop, Never Stopping als Ashley und hat eben in der letzten Zeit, einige Leute haben immer so scherzhaft gesagt, dass Imogen Poots diejenige ist, die quasi die Independent-Filmszene alleine auf ihren Schultern trägt und das ist irgendwie eine Bezeichnung für sie, die ich sehr wertschätze und sehr passend finde, weil sie auch in dem Film Vivarium wirklich eine absolut großartige Leistung abliefern und eben gemeinsam mit Jesse Eisenberg diesen Film perfekt trägt. Eisenberg, abgesehen davon, dass er einen großartigen Namen hat, hat ja auch sogar schon eine Oscar-Nominierung für seine Rolle als Mark Zuckerberg in David Finchers The Social Network. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich eher als Columbus aus Zombieland, beziehungsweise hat auch er seit Beginn seiner Karriere in einigen interessanten Projekten mitgewirkt. Eines seiner ersten Filme 2004 war übrigens der Jameson in M. Night Shyamalans furchtbarem The Village, das Dorf. Danach durfte er dann in Verflucht auftreten, im Film, wo der Name quasi Programm ist, aber bekannt wurde er dann mit seinen Auftritten in eben Filmen wie Adventureland und Zombieland und The Social Network Land und 30 Minuten oder weniger Land, Rio Land, ich höre schon wieder auf. Aber in der letzten Zeit dann die unfassbaren 1 und 2, die er gespielt hat, American Ultra, beziehungsweise auch seine Rolle als Lex Luthor im Batman v Superman-Universum. Ansonsten, mit Ausnahme eben von diesen beiden Hauptdarstellerinnen, sehen wir Danielle Ryan, die beispielsweise hier im Blu-ray-Check schon einmal zu Gast war, weil sie in dem Wald-Thriller The Silencing mit Nicolas Costa-Waldau die Dr. Patel gespielt hat. Wir sehen außerdem noch Jonathan Aris in einer kurzen Rolle, der interessanterweise in einigen nennenswerten Serien mitspielt, zuletzt in His Dark Materials oder The End of the Fucking World, jemals für ein paar Folgen. Aber er hat auch 2016 den Senator Jebel in Star Wars Rogue One gespielt oder war bereits zu Beginn seiner Karriere in dem Film Der Schakal als Alexander Radzinski zu sehen. Hat zwischendurch übrigens auch für diejenigen, die gerne so Reality-Dokus schauen, für die Fernsehserie Mayday Alarm im Cockpit, quasi so eine reale Show, wo Flugzeugabstürze und Katastrophen im Flugdings dargestellt werden, den Erzähler in der britischen englischsprachigen Fassung gemacht und das in 196 Folgen. Außerdem ist ein Schauspieler namens Ianna Hardwicke dann gegen Ende von dem Film zu sehen, der ein wirklich markantes Gesicht hat und glücklicherweise in der letzten Zeit eben damit auch einige Aufträge an Land ziehen hat können. So war er zuletzt in den Serien The Sixth Commandment, Smother und Fate the Winx Saga zu sehen. Aber in dem Film Vivarium hat er eine seiner allerersten Schauspielauftritte hingelegt. Und wenn wir dann einmal einen ganz kurzen Blick hinter die Kamera werfen, dann hören wir die Musik von Christian Eidnes Andersen,
der sicherlich einer der interessantesten Protagonisten von diesem Film ist, denn er hat beispielsweise die Musik von Lars von Triers Antichrist gemacht, hat allerdings zusätzlich zu seinen 98 Jobs als Musikkomponist dann auch noch 141 aktuell weitere IMDb-Credits als in der Abteilung Musik bzw. Ton, wie eben zum Beispiel Sounddesigner, was er für weitere Filmproduktionen von Lars von Trier gemacht hat, oder auch bei Nicholas Winding Refn, zu bei Gold, Only God Forgives, Melancholia, Nymphomaniac, The House That Jack Built und noch einige andere interessante Produktionen. Die Kamera wurde dann geführt von MacGregor, nicht Ewan. Der hat in den letzten Jahren dann nach Vivarium auch zuletzt den Film Fall gemacht, den ich mir noch immer nicht anschauen habe können, weil ich glaube, sonst brauche ich ja Klinikpackung frische Unterhosen mit meiner Höhlenangst. Aber zuletzt hat er auch noch die Kamera bei dem neuen Gerard Butler Vehikel Kandahar geführt. Und last but not least, der Cutter Tony Cranston ist ebenfalls erwähnenswert. Der hat nämlich beispielsweise auch an den Reglern gesessen bei What the hell? Mr. Bean macht Ferien, beziehungsweise The League of Gentlemen's Apocalypse. Und ja, das ist ein Film von der League of Gentlemen. Aber wir haben die Geschichte geschrieben, gemeinsam von Lauchlan Finnegan und Garrett Shanley, die bereits mehrmals zusammengearbeitet haben, eben generell bei den ganzen Filmen, die Finnegan gemacht hat, hat Shanley weitestgehend das Drehbuch geschrieben, wohingegen Finnegan als Filmemacher überwiegend für Werbung, Marke Renault oder Tesco Mobile oder so gearbeitet hat, und nach Without Name im Jahr 2016 war Vivarium 2019 dann seine zweite Spielfilmregiearbeit, nachdem dann im Jahr 2022 noch der Film Nocebo nachgefolgt ist, wo Ava Green und Mark Strong die Hauptrollen spielen. Aber eines, das merkt man bei dem Film Vivarium definitiv, es handelt sich hier um ein interessantes High-End-Konzept. Vivarium ist ein Konzeptfilm in der Sicht, dass man ihn teilweise vielleicht sogar als Experimentalfilm sehen kann. Die größte Schwäche des Films ist dabei aber definitiv seine Länge, weil das Konzept, das dieser Film herstellt, und die Wandlung und die Geschichte, die die Charaktere durchleben müssen, das nützt sich mit der Zeit ein kleines bisschen ab. Da muss man sagen, dass das eigentlich das perfekte Konzept für einen 30 bis 40 Minuten Kurzfilm gewesen wäre. So, mit der Laufzeit von eben knapp 100 Minuten wiederholen sich etliche Elemente. Es dauert teilweise dann zwischendurch ein bisschen zu lang, bis die Handlung dann wieder eine neue Dimension bekommt. Wobei, wenn der Film seine ein, zwei Twists dann wirklich präsentiert, man als Zuschauer auch wirklich gespannt ist, weil die Tatsache, dass dieses gesamte Szenarium derartig absurd ist und dass die Charaktere aber tatsächlich versuchen, eine möglichst rationale Lösung bzw. einen möglichst rationalen Weg aus dieser absurden Situation rauszufinden, das sorgt eigentlich dafür, dass man sich als Zuschauer durchaus investiert fühlt in die ganze Geschichte. Da stört dann am Ende des Tages vielleicht, dass das Ganze dann eher auf das hinausläuft, was man erwarten kann, aber trotzdem ist Vivarium ein Film, den man durchaus gesehen haben kann, den man durchaus weiter empfehlen kann, der einige Stärken hat, der am Anfang auf jeden Fall ein bisschen irritieren wird durch seine grauenhaften CGI-Effekte bzw. die grauenhafte Stimme von diesem grauenhaften Kind, bis man dann circa eine halbe Stunde später realisiert, dass das wirklich nicht einmal dem Budget geschuldet ist, sondern tatsächlich genau so gewollt ist, um genau diese absurde Unsettling-Atmosphäre, mir fällt ehrlich gesagt kein perfekt passendes deutsches Wort ein, dass diese Konnotation des englischen Unsettling wirklich gut rüberbringt, darstellt. Das ist ein interessanter, sehenswerter Film, der allerdings auch über die ein oder andere Länge verfügt, beziehungsweise womöglich als Kurzfilm noch besser funktioniert hätte, der es aber trotzdem vor allem für Fans von etwas experimentelleren amerikanisch-belgisch-dänisch-irischen Großproduktionen, die sowas sehen wollen, durchaus empfohlen werden kann. Und deswegen sage ich an der Stelle auf jeden Fall Danke an denjenigen, der mir diesen Film empfohlen hat, nämlich Aston Martin, der den Film Vivarium zu seinem Wunsch-Quickie für das Monat September 2023 gemacht hat. Das war auf jeden Fall eine interessante Filmempfehlung, die ich wahrscheinlich ohne dein Zutun niemals gesehen habe und die ich, auch wenn es jetzt nicht das perfekte Meisterwerk ist, aber der Film hat definitiv genügend Stärken, dass ich die Empfehlung gerne an einige, die sich durch dieses Review jetzt motiviert gefühlt haben, gerne weitergeben würde.